Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Celeste, nachdem ich wieder eine Zeit lang, nicht gespielt habe. Wo waren wir denn hier überhaupt nochmal? Ich weiß jetzt übrigens, was da oben auf mich wartet als, Item. Weil ich das einfach wissen wollte. Ah ja, da war der Knopf, genau. Und die Dashes sind in die... Genau. Okay. Okay, Festhalten-Knopf sollte ich halten. Mist. Ja, jetzt muss ich ja erstmal wieder reinkommen. Das war überhaupt nicht schlecht, aber ich bin mir gerade nicht mal ganz sicher, wie man da oben nochmal weiterkommt. Dort dann, da so diagonal. Und dann von dem da rein und so und, ja. Kein Plan. Upsala. Okay, das war aber nicht nach oben eigentlich. Ja. Boing, 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 boing. Ich verstehe es nicht. Warum hat sie jetzt schon wieder seitlich? Ich habe doch nicht nach oben gedrückt. Madeline, könntest du bitte aufhören, die Infos zu drücken, die ich, ich muss da dann wieder zurückdashen. Okay, keine Ahnung. Ich dachte mir, wenn ich springe, schaffe ich es sowieso nicht. Shit. Okay. Das schaffe ich aber. Ich finde das krass, dass ich jetzt schon so schnell da hochkomme. Like, hätte gedacht, ich würde mehr Versuche brauchen, um bis kurz vor der Statue zu landen. Das war dumm, 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 dumm. Okay. Okay, schon schräg hochdashen. Das war schon so richtig, wie ich das im Kopf hatte. Ich muss es dann halt nur auch executen. Aber bei executen. Ich bin definitiv richtig gejumpt, aber... Oder richtig gedasht, besser gesagt, aber wenn das Spiel... Schön, ich habe den Jump-Input gedrückt, aber sie wollte nicht Walljumpen. Danke, 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 danke. Ich weiß nicht mal wie, muss ich ehrlich gesagt sagen. Hier vielleicht. Also vielleicht lässt sich gleich dort festhalten, aber sonst wüsste ich auch nicht. Ach so. Und da hinten ist eine grüne Tür. Und die wird wahrscheinlich nicht aufgehen, oder? Ich glaube auch nicht, dass ich hier hochkomme, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also wird der Bossfight... Muss der Bossfight zuerst gemacht werden. Das war übrigens mega dumm. Was ist das da unten? Da kommt das irgendwie so vor, als wäre es nicht notwendig, aber vielleicht bin ich auch dumm. Nein.
Nein! Nein! Jetzt komm schon, Mann. Cool. Ich weiß nicht, warum ich das immer machen muss, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. So. Gut, genau. Einfach nur straight durch wahrscheinlich. Und dann davon abspringen. Wait a minute. Der ist unten, wenn der da unten. Ja, okay, okay, macht schon. Nein! Geh da lang. Nein. Nein. Das ist ein bisschen blöd, weil ich da dann wieder so schräg dashen muss und dann wieder dran gehen muss. Macht's, ich formuliere es einfach mal so, nicht leichter. Gut, danke, dass du dich da unten festgehalten hast, sonst wäre ich, glaube ich, ausgerastet. Okay, ich weiß nicht, ob bei dem Kreuz ein Bossfight ist. Ich weiß, dass da was ist. Ich weiß nur nicht genau, was da ist. Also bei dem Totenkopf. Ich weiß, was wir als Dingens kriegen, weil ich wollte das einfach wissen. Weil ich bin mir zu 100% sicher, dass es kein Chapter 3 aktuell gibt. Das heißt also, wenn ich jetzt Ende gehe, ist es zu Ende und ich wollte wissen, ob ich noch irgendein Upgrade vorher kriege. Womit vielleicht der Rest einfacher wird und ja, ich bekomme ein Upgrade. Der ist auf allen Seiten spiky. Warte mal, wie soll ich da langkommen? Ich meine, like. Oder. Nein, ich muss, like, zweimal schräg sein, oder? Da muss ich dann auch wieder dashen. Und zwar mehr oder weniger sofort. Da kann ich in die andere Richtung und dann vordashen, aber ich glaube nicht, dass das dann erreichbar ist. Ich kriege aber, glaube ich, auch keinen anderen Cycle hin, oder? Aber wenn das so ist... Mein Gott, Alter, ich bin dumm. Nein! Jetzt lass mich halt, wenn ich den Dash-Knopf drücke, auch dashen. Genau, dann bringt er mich um. Das heißt, der Cycle ist quasi unschaffbar. Der Cycle hat aber die Problematik, dass ich... Ich kann ja auch nicht nach oben dashen. Das sind doch auch Stacheln. Wo soll ich denn hindashen? Muss ich mir wieder ein freaking Video anschauen oder was? Was soll der Scheiß? Vielleicht sollte ich mal versuchen, nach oben zu dashen. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich denke mir halt so, das geht nicht. Und dann senkt sich mein Gehirn so, ich drücke diesen Knopf zu 100% nicht.
denke mal da dann diagonal. Nein, nein, nein. Mich stört es auch ein bisschen, dass ich da hin und wieder mal einfach gegenstoße. Obwohl ich doch eigentlich nichts anders drücke. Ich kann da nicht hoch. Muss ich da dann... Ich meine, gut, wenn der da schon wieder refreshed ist vielleicht. Das war gerade eh in der falschen Position. Nice. Ich verstehe es nicht. Ich drücke immer gleich schnell. Immer gleich instant. Auf die Knöpfe. Aber manchmal reicht es. Und manchmal reicht es nicht. Ja, keine Ahnung, Mann. Weißt du, da denke ich mir gerade so, vielleicht ist es schneller, wenn ich literally nicht die Knöpfe switche, aber das funktioniert ja nicht. Like, das ist ja nicht richtig. Wow, das war da zu nah dran. Nein, 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 ich darf die Richtung nicht wechseln. Nein. Ich bin leicht verwirrt. Also soll ich mit der Bubble dann straight hoch und dann straight rüber? Oder dann die andere Bubble? Und dann mit der durch? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das das Goal. Wahrscheinlich ist das wirklich das Goal. Okay, cool, 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 cool. Es ist einfach so schnell. Ich meine, klar, das liegt auch daran, weil ich das mit dem Dash mache, aber meine nach oben Knöpfe funktionieren nicht für die Bubbles. Also muss ich es mit dem Dash machen. Den muss ich nicht mit dem Dash machen. Den kann ich ohne Dash machen, was sie definitiv ein bisschen... Okay, warte. Den muss ich, like, schräg. Und dann muss ich von dem... Nein. Wie lange ist der Part schon? 13 Minuten. So, so. Nein, 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 nein. So ging das nicht. Das war mehr oder weniger richtig. Aber ich kann halt auch nicht... Ich meine, ich muss schräg runter dashen, weil sonst geht die Bubble einfach weiter. Ja genau, ich muss schräg runter dashen, sonst geht die Bubble einfach weiter. Wenn ich schräg runter dashe, fliege ich so hart darunter, dass ich mich wirklich frage, wie ich dann überhaupt noch dahin kommen soll, wo ich eigentlich hin will. Ich meine, like, ja, okay, ich könnte vielleicht probieren, gar kein Input oder Input in die gegengesetzte Richtung oder so, aber... Nuts ist der Schur, wieso? Nein, 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 nein. Vielen Dank, vielen Dank.
Wow, nice. Nein. Oh mein Gott, Alter. Alles so nervig. Wie gesagt, alles so nervig. Cool. Nein, 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 nein. Das war der komplett falsche Input, den ich überhaupt gedrückt habe. Ich meine, er ging nicht mal through, aber es war nicht mal der richtige, den ich gedrückt habe. Und das... Vor allem gemerkt. Warum fliege ich immer so weit weg? Ich fliege immer einen halben Kilometer auf die andere Seite. Das will ich doch überhaupt nicht. Ich will doch einfach nur aus der Bubble raus. Mir will ich doch nicht. Und es ist auch alles voll, oder? Ja genau, das sind überall Spikes. Ist ja nicht so, als könnte ich mir irgendwo kurz festhalten. Willst du mich verarschen? Ich habe doch nach unten... Ich habe den nach unten Dash-Button gedrückt. Mehr muss ich doch gar nicht drücken. Ich muss doch nicht mal nach unten drücken. Ich muss doch nur mal nach unten Dash-Button drücken. Wie genau kann ich dann falsch dashen? Das funktioniert nicht. Ja, das war jetzt zu spät. Das war auch zu spät. Aber mein Gott, Alter. Könnt ihr aufhören, so schnelle Inputs von mir zu verlangen? Könnt ihr aufhören, so schnelle Inputs von mir zu verlangen? Das ist viel zu schnell. Ja, viel zu schnell. Viel zu schnell. Das war dumm. Das war komplett dumm von mir. Warum mache ich sowas? Weil ich nicht nachdenke. Ich schaue mir ein Video an. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann da doch nur diagonal dashen. Ich kann doch nicht straight runter dashen. Das funktioniert doch nicht. Oder? Doch, schon. Oh, das macht es zwar noch ekliger, aber... cool. Warum habe ich das getan? Das war's halt auch eigentlich. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich verstehe aber nicht ganz, warum das da oben da ist, ehrlich gesagt. Weil, damit ich es überhaupt einsammeln kann, muss ich ja diagonal dashen. Kommt mir fast so vor, wie als wäre das dann Bait. Stimmt, ich bin vorher hochgedasht. Stimmt, ich bin vorher dann nochmal hochgedasht. Ich war gerade leicht verwirrt. Nein, 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 nein. Das war nicht mal die richtige Richtung, die ich gerade gedrückt habe. Kann ich mir bitte angewöhnen, dann hochzudashen? Shit. Ich weiß nicht mal, warum ich da beim ersten Fall dann gar nicht verreckt bin, wenn ich dann beim zweiten Fall verreckt bin. Like it. Ist mir der nach vorne gedasht, obwohl ich den Runterdash gedrückt habe? Hör auf, daran zu verrecken. Hör einfach auf. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels, ja? Ich kann es sehen. Oh mein Gott, ich war doof. So doof. Ich war so doof, ich hätte noch länger warten sollen. Jetzt wurde ich bestraft, weil ich nicht länger gewartet habe. Ich kann mir so nachspeisen, man. Nein. Obwohl ich eigentlich gerade schon in die andere Richtung gedrückt habe, wollte Madeline trotzdem... Ja, es reicht nicht, Pio in die Richtung zu drücken. Du musst auch dashen. Siehst du, das riecht mich auch. Mach mal auf. Mach mal... Keine Ahnung, dash ich irgendwie leicht in einer anderen Geschwindigkeit oder so? Bin mir nicht 100% sicher. Ich vermute mal, dass das der Grund ist.
war halt so ready, eigentlich. Aber dann... Ich muss mehr oder weniger schräg in den Bumper dashen oder irgendwie sowas, aber halt dann das Timing hinzukriegen und alles. Und dann alles perfekt zu executen. Das ist... Das hätte es sein können. Aber Madeline meinte ja, es nicht erreichen zu können. Madeline meinte ja, ich habe anscheinend, bin anscheinend dann zu weit weg gewesen. Was mir noch mehr das Gefühl gibt, dass ich genau diagonal reindashen muss, was aber schwerer ist. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich es hinkriege. Glaube ich auch nicht, dass meine Reflexe sich dazu entscheiden, das in dem Moment zu drücken. Warum habe ich jetzt das wieder gemacht? Ich bin so dumm. Und warum muss ich wieder an den ranhocken? Shit. Der ist nur Bait. Der ist nur Bait. Der ist dafür da, um die Reflexe zu triggern. Und die Reflexen so sagen, da ist ein Collectible, was du nur einsammeln kannst, wenn du da dashst. Und dann denkt sich der Reflex, ich muss hier dashen. Das ist aber nicht so. Eigentlich muss man hier unten warten, dann dagegen dashen, dann wieder warten, dann hier dashen, dann springen, dann schräg dashen und dann hat man es geschafft. Okay. Ich muss ihn schon hin. Wait a minute. Shit, das ist den Kampf, glaube ich. Nee, es hat ihn, glaube ich, nicht ganz gesellert. Ich sah, glaube ich, nur den Punkt, wo ich gerade war. Okay, ich muss auch nicht zwingend dashen, ich kann ja einfach anpassen. Nein! Okay, das ist ein bisschen... Nein! Das ist irgendwie... mich verarschen. Ich habe in dem Moment war ich neutral. Und trotzdem... Okay, vielleicht soll ich vorher über ihn gehen, wenn er da ist. Ich weiß es nicht. Ich bin zu 100% nach oben gedasht, aber das Spiel meint ja wieder... Das hat beim letzten Mal so gut funktioniert.
Okay, ich habe einen Checkpoint erreicht anscheinend. Das ist nett. Was zur Hölle war das? Dieses Mal war es nicht. Ich. Ich hoffe auch, weil das war nicht lustig. Was geht hier vor sich? Oh, stimmt, ich muss hier anders sprechen. Madeline. Tief hier unten. Nun ist es nicht die Zeit für Panik. Wir stehen über dieser, diesem. Danke, das habe ich gebraucht. Kein Problem, Darling. Und schau. Das Monster ist weg. Okay, aber was macht es hier? Ich weiß nicht. Aber ich denke, wir werden bald herausfinden. Wir werden es bald herausfinden. Lass uns den Edelstein finden und hier ab von hier abhauen. Ich weiß. Ich hätte nicht in diesen Tempel gehen sollen. Ach was, so schlimm ist es doch. Ich hab Angst. Activate Challenge Mode. This challenge mode allows you to repeat this boss encounter in a more difficult version. You can quit the challenge mode in pause menu as long as the encounter has not started. Warning, the abilities are not normally available during this encounter. Will be temporarily disabled. Mit anderen Worten, wenn ich mir jetzt den das hier hole, werde ich es nicht behalten anscheinend. Okay, sammeln wir es ein. Hier gibt es eine zweite B-Seite. Ich dachte, es gibt nur eine. Space Jump allows one extra jump in mid-air. Also ja, ich kann jetzt nochmal in der Luft springen. What? Interessant, wie es dargestellt wird. Die Tür da hinten ist an. Aber ja, ein extra Jump in Mid-Air, das ist halt mega cool. Finde ich. Okay. Wait a minute. Ich dash dann darüber und gehe dann da runter. Wie genau interagiert das eigentlich jetzt? Okay. Also, like, beides. Wie fühlt es sich, wenn ich auf dem Boden lande? Okay. Ich sehe schon. Okay. Ich werde hier hingehen, also von dem her. So. Gehen wir jetzt erstmal hier hin und speichern.
bei dem wir gespeichert haben, gehen wir jetzt zurück zu Celeste Mount. So, jetzt statten wir mal Theo einen Besuch ab. Hey, Theo! Ihr habt Doppelsprung! Ist das nicht geil? Ja! Doppelsprung! Ja! Der andere Knopf geht ja nicht. Wie switcht man hier drin nochmal rum? Plus, genau. Power Grip. Genau, Power Grip, Kleinen Clip, Bomben. Dash Boost. Und Jump. Ich könnte auch nur Jump aktivieren, aber welchen Sinn würde das haben? Okay, gucken wir mal. Okay. Das ist genug Höhe. Das ist die extra Höhe, die ich gebraucht habe. Um hier hochzukommen. Hier. Vielleicht kommt hier noch ein Secret. Aber scheinbar ist aktuell noch kein Secret da. Weil ich meine, wenn ich das hier sage, 100% der Karte und 1 von 1, was Truhen angeht. Und mehr Collectibles soll es hier ja nicht geben. Also der Ort hier müsste weg sein. Also ja. Und ich meine, wenn ich hier noch auf den Teleporter gehe, habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit... Current Area. Ah, nicht. Genau. Hier habe ich nur Hide und Show. Also 100% der Karte und eine Truhe. Gut. Wir machen im nächsten Part weiter. Bewerten nicht vergessen und ciao.